kommt rein und man ist direkt in der Welt. Ne? Ja, so eine kleine Kapsel auf jeden Fall. So war es auch, als ich das gemacht habe. Und das ist auch so ein bisschen konträr auch zu der Einladungskarte und auch zu meiner sonstigen Arbeit, die ja sonst eher so ein bisschen mehr auf die Fresse ist. Ja. Und wo ich auch mit viel mehr mit Worten und auch mit Messages arbeite, ja. Wo ich jetzt nicht sage, dass hier keine Message drin steckt. Das ist diese weiße Kirche, oder? Ich weiß nicht, welche Farbe. Ich glaube, ich war da auch noch nie drin. Aber das ist es nicht beim Zülpicher? Anna meinte Christuskirche neben Kompakt. Im Basement unter der Christuskirche. Aber wo ist die Christuskirche? Ich guck das mal. Ich kenne den Komponisten James Tenney nicht so. Aber ich lasse mich überraschen. Ich weiß, dass man da immer blind einfach hingehen kann und man kriegt immer irgendwas Gutes. So. Ich bin gespannt. Space Orchestra. Ich war jetzt lange nicht auf Konzerten. Ja. Und sonst bin ich da auch immer eher so, dass ich Freunde supporte, wenn ich auf ein Konzert gehe. Für mich ist das so, dass in Köln gibt es so eine große Tradition, was experimentelle Musik angeht. Ne? Es ist so, dass Köln mit Stockhausen, mit dem Studio für elektronische Musik, Can, ganz krasse Geschichte geschrieben hat. Und man merkt das schon, dass hier so ein Publikum auch dafür da ist und eine bestimmte Szene dafür da ist. Fühlt sich gut an, dass Leute um einen herum immer sowas veranstalten. Ja. Super junge Leute auch, die das machen. Also sehr, sehr frisch alles, habe ich das Gefühl, die Musikszene hier. Ich war einmal in so einem Konzert in der St. Peter Kirche war das, glaube ich, wo so ein so Ameisenkonzert gespielt haben. Ja. Und dann dachte ich, sowas gibt es auch nur in Köln, ne? Wo so die ganzen Ameisen mikrofoniert für einen gespielt haben. Ich war hier mal bei einem Konzert, da hat der eine Maiglöckchen gespielt. Hm. Das war auch süß. Ja, ein Moment, der mir für immer in Erinnerung bleibt, ist in der St. Peter Kirche die Orgel zu hören. Das ist ganz spezielles Instrument, was in den 60er Jahren gebaut wurde und extra für neue Musik eher nach einem Synthesizer gebaut wurde und nicht nach einer alten Kirchenorgel. Und da zu sein und diesen Klang zu hören, dann da dachte ich, kann ich sogar den Gottesdienst ertragen, um das zu hören. Das ist schon ein spezieller Ort. Die Opfer, die man bringt. Ich hatte relativ spät erst so Berührungspunkte damit. Natürlich kennt man so klassische Stücke, die einfach eingeschrieben sind ins Gedächtnis der Gesellschaft. Und eine gute Freundin von mir, die ich so ums Abitur rum kennengelernt habe, die Eltern waren beide Orchestermusiker in Frankfurt, oder? Oder sind es immer noch? Erste Geige und der Vater Trompeter. Und dann bin ich immer am Abend auch mit auf die Proben gegangen oder das erste Mal auf so klassische Konzerte und fand es dann noch alles sehr interessant. Oder da habe ich auch irgendwie mal so richtig in Jazz reinhören können. Und das hat so für mich so eine Tür geöffnet. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, okay, heute ziehe ich mir meine Bluse an und gehe in die Philharmonie. Aber ich bin ich freue mich immer, wenn so Gelegenheiten kommen. Und dann bin ich jetzt auch total offen und gespannt. Und werde es wahrscheinlich auch genießen. Ja, für mich ehrlich gesagt ganz lange auch nicht. Und ich bin ja so relativ in Armut in Deutschland aufgewachsen. Und das war für mich immer so etwas für so reiche Leute, die sich auch so Musikunterricht leisten können. Ja. Und ich war eher immer so skeptisch, was das anbelangt. Und aber jetzt so mit den Jahren habe ich auch so zu schätzen gelernt, wie schön das ist, dass Leute einfach ihr ganzes Leben lang so ein Instrument lernen können. Ne? Und das ist etwas, was ich wirklich auch so nostalgisch so schön finde. Ja. Und sie, die Tochter, die hatte dann auch, die hat mir ihre erste Geige gezeigt, die ist so groß und hat angefangen mit zwei Geige zu spielen. Ja. Und es war so, die ist in so einem Musikhaushalt aufgewachsen, was für mich natürlich das erste Mal so ein Moment war, in dem ich in so ein Haushalt reinschauen konnte, wo also einen Künstlerhaushalt gesehen habe, wo es anders zugeht als zum Beispiel bei mir zu Hause. Ja. Meine Eltern sind beide bei der Polizei. So. Und aus dem Osten. Und für mich hat sich da total was eröffnet und die waren auch so herzlich zu mir und haben mir überhaupt erst diesen Moment gegeben, dass man sowas tatsächlich beruflich machen kann, was bei mir in der Familie eigentlich immer eher verpönt war, wo ich mich dann auch durchkämpfen musste, dass ich überhaupt das Studium machen kann, was ich machen will. Ja, sagen wir. Gerne. Mal reinschnuppern. Ich bin gespannt.
Wer ist der Komponist heute? Ich kenne Tammy nicht. James Tenney hat gelebt bis 2006, glaube ich. War ein Mathematiker und Musiktheoretiker, der auch geschrieben hat. Das heißt, es ist so ein bisschen Nerd Alert heute. Und er hat geforscht, auch hinsichtlich der akustischen Wahrnehmung von Räumen und wie man die beeinflussen kann, dadurch, dass man in mikrotonaler Stimmung spielt. Mhm. Und heute haben wir eine Reihe von Stücken von ihm, die gespielt werden von dem Harmonic Space Orchestra, was sich formiert hat und benannt hat als Hommage an ihn. Ja, ich dachte, das ist so ein schöner Wind, so zum so als so Övre zum Ende der Welt. Ne? So klang das ein bisschen, warten auf das Ende der Welt. Die Musik gerade? Ja. So ganz viele so Shepherd's Towns drin. Ne? Das ist so ein Effekt, wo man so tun kann, als würde das immer weiter hochgehen, auch, obwohl man nur zwischen zwei Tönen wechselt. Das ist mir am Anfang schon aufgefallen. Da habe ich mich gefragt, warum wird es so hoch? Und dann ist mir aufgefallen, dass es zwei Töne sind, ja, die sich abwechseln. Shepherd's Tone heißt das. Ja. Wieder was gelernt. Ja. Ja. Ja, ich war lange schon nicht mehr auf einem Kammermusikkonzert. Das ist, glaube ich, mein erstes gewesen. Ja. Ich habe mich immer gefragt, was auf den Notenblättern steht bei diesen langen Tönen. Da steht einfach nur so, tut so, als wäre das jetzt. Bei dem einen war, der hat ja vom Laptop hat ja den Laptop auf und neben ihm war noch so ein Handy. Das war ein Stimmgerät. Ja. Das war ein Stimmgerät. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was hat dann immer so geflackert und irgendwie was angezeigt und so. Das war ein Stimmgerät. Ja. Ja, jetzt im Hinblick darauf, dass die Zahlen wieder so hoch gehen und ich eigentlich so einen gewissen Lockdown auch wieder erwarte, so einen Teil-Lockdown, hat sich das jetzt gerade auch so ein bisschen komisch angefühlt, ehrlich gesagt. Und war auch begleitet von so einem Gefühl der Unsicherheit, ehrlich gesagt. Also ich war jetzt nicht die ganze Zeit total befreit. Und so auch zum Beispiel eine Ausstellung zu machen. Gestern war zum Beispiel die Eröffnung von der Art Cologne und ich hatte gestern die Nachricht, dass ich das in dem Büro, wo ich meinen Dayjob habe, dass es da einen positiven Fall gibt und ich musste einen PCR-Test machen und konnte deshalb nicht an dieser Late Night View teilnehmen, wo ich auch nochmal die Chance gehabt hätte, in meiner Ausstellung einem großen Publikum entgegenzutreten.
Und das ist natürlich schon schade, wenn es immer so begleitet davon ist. Und ich weiß ja nicht, du bist ja auch jemand, der Konzerte spielt und sowas. Ja, ich habe mich in den letzten 1,5 Jahren komplett nur noch in Studioarbeit vergraben und habe das Glück, dass ich das machen kann. Und ich kenne viele Kollegen, die das eben nicht können. Und ja. Ich bin da komplett frei, weil ich das einfach mich jetzt mit Studioarbeit über Wasser halten konnte. Aber jetzt gerade saß ich im Konzert und dachte, mein ganzes Leben lang, seit ich klein war, wollte ich eigentlich nur das machen, in diesen Räumen zu sitzen und genau sowas zu machen, wie wir gerade gehört haben. Und ich merke selbst, wie ich da das gar nicht erst initiiere, bis ich weiß, dass es wieder safe ist. Und das tut mir komplett weh so. Und habe gemerkt, dass das ja komplett von den Menschen lebt, für die man Musik spielt. Ne? Das lebt komplett von den Orten, wo man Musik spielt. Das lebt komplett von diesem ganzen Ding. Und das ist ja das Urmenschlichste überhaupt. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich würde in so einem postapokalyptischen Film sein und zuschauen. Ne? Und denke nicht so sehr über Sorge über mich und meine Sache. Ich sehe das so als Beobachter von einem ganz großen Kollaps und genieße das, wenn der Soundtrack gut ist, so wie eben. Wie ist es für dich jetzt mit Corona? Wie plant ihr das jetzt weiter? Also Ausstellungen gehen ja. Ja. Wurde doch jetzt neu ausgewertet. 0,9% aller Erkrankungen und Ansteckungen kamen über Theater, Museen, Kulturveranstaltungen. So, weißt du? Also die werden halt nicht einfach sagen können, wenn man das halt irgendwie safe klärt. Wir wissen jetzt, wir sind alle geimpft und getestet so. Ja. Und wir checken das halt, wenn es halt irgendwie darauf ankommt, dass mehr Leute reinkommen den ganzen Abend entlang. Ja, es ist schon schade, dass gerade so diese andere Art von Zusammenkunft irgendwie so rausfällt. Ne? Weil das ja genau das ist, wovon das alles lebt. Ne? Man macht das ja alles nicht wegen, dass man super viel Geld verdient. Man macht das nicht dafür, dass man mega krassen Fame abbekommt. Man hat das immer gemacht wegen dieser Community, ne? Wegen diesen Leuten, die da so drinstecken. Wir haben Art Cologne-Woche. Weißt du, so normalerweise ist der Tag, der gestern war, also gestern, die Mittwochnacht bei der Art Cologne, ist halt einfach legendary hier. Das ist, glaube ich, oft bei Miriam, dass das so Hand in Hand geht, dass jemand eine Ausstellung macht und dann Miriam direkt noch Musiker am Wickel hat, die hier irgendwie auftreten. Oder das ist hier, glaube ich, das Paradebeispiel für Köln, dass das so ineinander übergeht und sich gar nicht irgendwie, also ich sehe da sowieso nicht so große Grenzen, das hat man jetzt auch bei dem Konzert gesehen, wo sich bildende Künstler und Musiker oder Musikinteressierte treffen, ohne dass das jetzt irgendwie von irgendeinem Projekt initiiert ist, sondern einfach, weil sich Interessen überschneiden. Eigentlich hier ist wirklich der perfekte Ort, um das so zu zeigen. Ne? Wir sind hier Konzerte, Performance-Kunst und alles Mögliche. Und Community. Und Community. Das ist ja auch, als ich frisch nach Köln gezogen bin, das habe ich auch von anderen gehört, die frisch nach Köln ziehen, ist es so ein Ort, wo man auf jeden Fall hingehen kann, um auch Anschluss zu finden. Mhm. Hier am Ebertplatz, wo man dann auf jeden Fall irgendwie Leute trifft, die cool sind und mit denen man irgendwie abhängen kann oder auch über Kunst, Musik etc. zu reden, wo irgendwie so viel stattfindet, das ist so ein riesiger Dreh- und Angelpunkt, vor allem in der Anfangszeit in Köln für mich gewesen. Man beschäftigt sich die ganze Zeit mit dem, was um einen herum ist, ne? Und irgendwie das nur in eine Richtung zu machen und dann nicht die Augen aufzuhalten, mit wie andere das machen, das wäre ja auch irgendwie banal. Ne? Wie soll man dann irgendwie verstehen? Ich glaube, das ist viel, was diese Arbeiten ausmacht, ne? Dass man so versucht zu verstehen, was passiert hier eigentlich um uns herum. Aber mir ist es immer wichtig, Kunst für alle zu machen und nicht nur für das Bildungsbürgertum, für den, der es versteht. Und ich will mich mit dem Wissensschatz, den ich habe, nicht von irgendwem abgrenzen und niemanden ausschließen. Und ich finde, das passiert viel zu oft in der Kunstwelt. Ich habe schon viele Ausstellungen gemacht in einem anderen sozialen Milieu, zum Beispiel in Belgien, in einem Brennpunkt. Mit einer Schaufenstersituation, wo ganz unterschiedliche Leute vorbeigekommen sind. Und der Kommentar von jemandem, der absolut gar nichts mit Kunst zu tun hat, der hat mich am Ende mehr berührt als der Kommentar von irgendwem, der auch Kunst macht. Der dann sagt, ja,
habe ich verstanden. Aber wenn es jemand versteht, der gar nichts damit zu tun hat, dann ist es für mich das Schönste und Größte, weil dann weiß ich, ich habe irgendwie einen Nerv getroffen, der außerhalb dessen liegt, was wir hier in unserer Blase machen. Und man kann auch nicht nur leben und, ja, und überleben, indem man alles über Medien verarbeitet. Ne? Das war auch so ein Gedanke, den ich gerade bei dem Konzert hatte. So in einem Raum zu sitzen, dann werden diese ganzen Diskurse, die die ganze Zeit geschrieben, beschrieben, tot diskutiert werden, auf einmal ganz anders, weil du stehst Menschen gegenüber, während das, was geschrieben wird und das, was das Internet mit der Gesellschaft und Facebook mit der Gesellschaft macht, einfach wirklich dazu führt, dass du deinen Nachbarn anfängst zu hassen. Ja, und sobald du aber diese Räume schaffst, wo Leute einfach zusammenkommen können, ist das alles nicht mehr da. Dann zerfällt das in dem Augenblick, wo man so in einem Ort ist. Diese ganzen oder viele von diesen Sachen zerfallen. Dafür ist das eine unglaublich wertvolle Arbeit, die man schafft. So dieses Kreieren von einem Ort, wo Leute zusammenkommen. Wir sind wie so Ameisen, ne? So als Menschen. Wir machen so eine große Choreografie immer und manche gehen ins Fußballstadion und manche werden zu einem Mob, der gewalttätig ist und manche, oder insgesamt haben wir diese Energie immer als Menschen, dass wir sind so unser Ego, aber wir sind auch so eine große Masse und verlieren uns und choreografieren uns zusammen. Und die Arbeit, die ich so der Kunst unterstelle, ist zu schaffen, dass diese Choreografien nicht schief gehen, dass diese Choreografien nicht gewalttätig werden, dass diese Masse nicht verrückt wird. Das ist eher die Idee einer Ausstellung. Also eher das, was man sich vorstellt unter einer Ausstellung. Wie jetzt zum Beispiel, ich habe die ganze Zeit, als es dann fertig war, dachte ich, kennst du Ally McBeal, die Serie? Als würde Ally McBeal in den 90ern auf eine Ausstellung gehen. Also eher dieses Display, diese Idee davon. Oder wir alle sind im Traum und träumen von einer Ausstellung. Da habe ich ja jetzt auch nicht ein konkretes Bild, sondern eher so eine Geste, die Geste einer Ausstellung. Ich hätte ja auch natürlich einfach meine Bilder, die ich sonst male, hier hinhängen können, in einen weißen Raum und das war's. Aber ich wollte schon auch mit dem Raum arbeiten und nicht unbedingt so eine platte Ausstellung machen, sondern schon irgendwie so einen kleinen Scherz. Schade, dass die Musik aus ist. Die habe ich schon mit Grund ausgesucht. Weil ich habe das hier auch mit Musik gemalt. Also das habe ich alles, da habe ich Free Jazz gehört, da habe ich Bitches Brew von Miles Davis gehört, was ein super konträr ist auch zu dem, was ich hier spiele, was ich mir ausgesucht habe, wo ich dann bewusst Fahrstuhl Jazz gewählt habe. Wie viel Wut steckt da drin? Gar nicht so viel Wut, eher so ein sich selbst auflösen auch, also sehr das eigene Ego zurücknehmend und sich völlig in den Linien ergeben. Und das, also klar, da ist auch eine gewisse Manie drin. Dieser Faktor von Humor ist aber auch schon in deinen anderen Werken auch immer so. Und das war mir auch wichtig, da habe ich gedacht, wie kriege ich hier noch Humor rein? Mhm. Und die Musik hat es dann für mich irgendwie pointiert, so dass ich zufrieden damit bin, dass es für mich nicht zu flach ist. Weil es ist ja schon auch flach alles.
Eigentlich sollte die Platte die gleiche Stärke haben wie die Seitenstücke, aber ich habe mich verklickt und dann kam die ganz dünn an. Und dann dachten wir schon, das würde nicht gehen, aber es geht dann doch. Aber ist ja auch egal, weil dann hat sich ja sowieso einer draufgesetzt beim Eröffnungsabend. Und wie kommt jemand da drauf, hier reinzukommen und sich da drauf zu setzen? Weiß ich nicht, ein, zwei Bier. Ich glaube, ein paar hatten auch Lust, sich draufzusetzen. Aber ja, ich weiß nicht, ist ja schon ein Kunstwerk in der Ausstellung, also der Rahmen ist ja schon gegeben. Deswegen ist es für mich auch so ein bisschen rätselhaft, warum man dann ausgerechnet auf die Idee kommt, sich darauf zu setzen. Also ich hoffe, dass die Seele des Typen sich auf meinem Konto niederschlägt und dass ich ein bisschen Versicherungsgeld noch wenigstens rausschlag. How to make money with art, huh? Bis bald. Alles Gute.